Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 21 und diesmal wieder eine geile Partie im Multiplayer. Ich suche nur schnell einmal ein Match und dann steigen wir mitten rein. So, und da haben wir auch schon einen wunderbaren Gegner, aber diesmal spielen wir in den hellen Dressen. Ne? Und der Gegner, man weiß es nicht in welchen Dressen. Geheim, geheim, wir werden es gleich wissen. Wie schaut es aus, die Aufstellung? Okay, nicht so schlecht. Allerdings jetzt auch nicht übertrieben gut. 88er Gesamtbewertung, ja, okay. Dort in der Gegend sind wir mit unserem Team auch. Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Der Maradona, da ist er. So, wie gesagt, in den hellen Dressen, also von rechts nach links einmal. Normalerweise habe ich die anderen Dressen an, die er gerade anhört. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht mal ein bisschen dribbeln können. Ja, da passen wir mal hoch, da haben wir mehr Platz. Und da rennen wir, da marschieren wir auch schon und da kommt sie die Flanke und der Abnehmer. Voll? Kein Voll, schade. Hätte er sein können. Wäre ein geiler Elfer geworden. Wobei ich da noch immer nicht genau weiß, wie man die schießt. So, dass cool sind. Und reingehen. Also, das Reingehen kriege ich schon hin, aber wenn der Gegner weiß, wohin ich schieße, eventuell, dann ist das blöd, ja. Bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich so ist, ob man es erkennen kann oder nicht. Der ist aber ganz schön schnell, der Freund. Unangenehm schnell, aber wir klären hier. Alles kein Problem. So, blub, 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 blub. Da hinunter. Okay, so nicht. So, da tun wir überhaupt einmal auf Offensiver stellen, das Ganze. Wir stellen uns sicher nicht hinten hinein. Das kann er, können wir nicht machen. Ja. Und er kann das gleich einmal vergessen. Dass wir uns hinten reinstellen. Wir sind offensiv und machen auch ein bisschen Pressing, wenn es sein muss. So, und da gehört er schon uns. Da gehört der Ball schon uns. Einer muss laufen. Sané am Ball. Da läuft er. Pass zu Davies. Und den lassen wir jetzt mal ein bisschen marschieren. Und lassen wir den ein bisschen aussteigen. Zack. Weiterleitung per Kopf ins Nichts. Sehr gut gemacht. Aha. War außerdem sogar abseits angeblich. Ich halte das ja wie immer für ein Gerücht. Ja, der Spieler, die kenne ich gar nicht. Den Salah kenne ich schon. Hat dann viel Spaß beim Alleine machen. Das kannst du in die Haare schmieren, mein Freund. Das Alleine machen. So schaut es nämlich aus. Ein bisschen abblocken den Ball und gib ihm. Und er läuft, der Alfonso. Da ist er schon am Laufen. Schöne Aktion. Schade. Wollte ich gerade abziehen. Danke. Da kommt sie auch. Ah, scheiße, der war nix. Der war gar nichts. Dieser Verlängerungskopfball war ein Schlag ins Gesicht. Meine Damen und Herren, Dankeschön für diesen tollen Trick. Hat er genau nichts gebracht. Ah, da hat er ihn wieder, da hat er ihn einfach wieder. Mir fehlen ein bisschen bei mir jetzt gerade noch die geilen Aktionen, die zwingenden Chancen und so. Aktuell haben wir noch keine einzige Torschance gehabt. Wenn man jetzt diesen Verlängerungskopfball einmal außer Acht lässt, der wirklich nichts Besonderes war. Schöne Abwehr. Hat er gut abgehört, kann man nichts sagen. Ah, der macht dann einen kurzen. Oder? Ja, nee. Oh, das war ein Fehler. Oblak hat das sehr gut gemacht. Oblak kriegt nachher einen Keks. Oder eine O-Platte. Was er ja immer auch haben möchte. Da sind wir flexibel. So, Pass, zack und wieder im Out. So sind wir. Ja, da spielen wir den Gegner schwindlig. Steigen ins Leben, komm. Sané, komm, steigen, steigen. Ja, so genau. Ja, nix da, die Mitspieler einsetzen. Jetzt müssen wir echt einmal überlegen, dass wir da weiterkommen, jawohl. Und jetzt noch den Out-Dribbeln. Ui, schön, schön, Haaland. Haaland geht vor. Haaland in die Ecke. Ui. Ja, wollten wir es mit dem Heber machen, aber hat der Goalie leider aufgepasst. Dafür ist er nämlich da. Der Goalie. Man glaubt es kaum. Bobby Stepper, der hat ein Tempo drauf. Wie zwei Usain Bolt. So, Wahnsinn.
Aua, Foul, Elfer. Elfer, Schiri, was ist? Es war nicht außerhalb des Strafraums. Alles ein Gerücht. Brandt. Was für ein Ding? Kimmich. Schön, 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 Kimmich, schön. Schade. Ich wollte eh abziehen gleich, aber der Spieler wollte nicht. Ich sag es. Der macht jetzt was Geiles draus. Nämlich diese geile Flanke. Ach, kommt sie ab. Ui, abgefälscht. Da wäre ich fast aufgesprungen auf einem Sessel. Was habe ich getan? Ich habe irgendwas gedrückt. Was tue ich? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur einen Plätzchen gedrückt gerade. Okay. Ganz böser Trick war das. Nein, nicht schießen. Ah, Kacke. Ja, aber jetzt kommt er aber ins Schwitzen. Der Freund da drüben. Der Freund der Würmer. Was hat denn der Kommentator schon wieder? Ich glaube, ich stelle die beim nächsten Mal aus. Die sind aber eh voll unnötig, wenn ich da eh ständig drüber quatsch. Aber irgendwie sind sie auch manchmal lustig. Ich kann nicht helfen. Ja, gut, gutes Tackling. Nein, nicht rutschen. Rutschen ist böse. Es gibt oft gelbe Karten, deswegen mache ich das auch so selten. Timo Werner, Alter. Wer ist das? Ja, der Werner ist das. Ja, Wahnsinn, wie der Wernschi läuft. Als hätte er was gestohlen. Zack, zack. Und zack und zack. Und halten. Und laufen lassen und passen. So spielt man FIFA. Sagt er auf Noobliga. Neo. Ui, schön verlängert. Kann man mal probieren. Warum nicht? Wäre reingegangen, wäre es ein ganz schönes Tor geworden. Ja. Wirft 3 zu hart. Ja. Schau, da gehen wir jetzt nach innen. Der hat Pause angemeldet, sehe ich gerade. Schön. Scheiße, der Pass kam nicht durch. Bisteppert ist er schnell. Wie macht denn der Mané? Das ist ja Wahnsinn. Der hat auch was gestohlen. Der hat aber bei der Salzburg gespielt, glaube ich, oder? Der Mané. Wenn mich nicht alles täuscht. Genauso wie der Haaland, war auch mal Ex-Salzburger. Eieiei. Bisteppert. Okay, na schauen wir mal. Die sind schon ein bisschen erledigt, die Freunde. Vor allem der linke Verteidiger. Und das, bevor noch die erste Halbzeit ist. Ja, also das ist ja... Ja, der Halstenberg. Hau mal einen Halstenberg rein. Innenverteidiger ist wahrscheinlich auch eher schlecht, wenn er müde ist. Ne? Fernandinho. So, dann haben wir mal ein bisschen was getan. Damit die auch einmal zum Spielen kommen. So sind wir zu denen. Nun wird das Wechsel auf beiden Seiten. Ja, ja, da wird hart gewechselt. Aber bis jetzt muss ich sagen, eine echt gute Partie. Finde ich. Ja, Goli, Oblatski. Macht er easy. Ja, 0-0 zur Halbzeit. Ja, müssen wir schauen, ob wir das nicht besser hinbekommen dann in der zweiten. Vielleicht werde ich dann offensiv auch was wechseln. Mal sehen. Ansonsten vertrauen wir einfach auf die Künste von unserem geilen Haaland. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Zack. Oh, das war schlecht, aber okay. Was ist jetzt schon wieder? Was tut er denn jetzt schon wieder auf Pause gehen? Das ist ja voll unnötig. Wir haben gerade Halbzeit gehabt. Eieieiei. Wurscht, wir haben wieder Autoentwurf. Nutzen wir, indem wir davor spielen. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Puh, da bin ich fast ins Out gelaufen. Schön, weiß nicht, was geht Bellarabi ist das, den Schöner oder den jetzt noch kriegt. Fast frei. Wäre der Gegner nicht stark gewesen, wäre frei gewesen. Dann wäre er drin gewesen. Und jetzt spielt er schnell. Machen wir mal ein bisschen Teampressing. Ja, das kann er vergessen. Ich meine, der Versuch war ja ganz nett, aber... Das wird Ecke geben. Das wird Ecke geben, aha. Das war garstig, wenn das Ecke gibt. Die Ecke von Paul Pogba. Weg damit, weg damit! Außer, 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 hin zum Ball, hin zum Ball! Conte am Ball. Na komm, lasst euch jetzt nicht verarschen. Ball schon wieder weg, gut gemacht. So machen wir das hier nämlich. Nix Verarschung.
Verarschung machen wir nicht. Oh ja, da bist du deppert. Der ist mir ins Leben gestiegen, der Freund. Ja, das ist mein. Ah, so schaut's aus. Ja, den lassen wir aussteigen. Wo war denn das fair? Deine Mutter ist fair. Alter. Steigt mir so ins Leben, dass ich mit 3 Tagen nicht spiele und das soll fair gewesen sein. Am Arsch. Komm, lauf, Freund. Das ist ja kein Laufen. Der läuft, das ist Laufen. Scheiße, der ist im Abseits. Er spielt ihn aber zurück zum Goli. Aus der Drehung. Ui, bist deppert. Der war nicht so schlecht. Für Schuss aus der Drehung. Fast den Goli überhoben. Hat man machen können. Muss man schon. Sagen und da haben wir es, das 1:0 für uns, für Kapsreiter. Was? Abseits? Nee, alles gut. Oh lol, gleich mal abgefangen in der Mitte, oder? Da kriegt er sicher gleich mal einen Kranz. Aus dem Nichts quasi, aus dem Nichts werden das Tor jetzt geschossen. Ich habe keine Ahnung, ich habe vor lauter Freude nicht mehr hingeschaut. Ja, pass auf die Außenbahn. Zack, GG, genau, so schaut's aus. Ja, nix, ja, jetzt aber voll, bitte, danke. Ganz klare Sache. Gib mir mal Rode endlich einmal, der hat es verdient. Der hat mich vorhin geschimpft. Sagt aber trotzdem ganz klar was anderes. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Ja, ein Scheiß sind sie sich der Konsequenzen gewusst, bewusst. Wenn er nur mit denen lieb redet. Ja, bitte, sei lief, mach das nicht mehr, du bitte nicht mehr fallen. Das tut ja weh dem Gegner. Es ist zu wenig, da müssen Karten kommen. Hä? Die Rode ins Gesicht bicken. So, weiterleiten. Was war denn das für ein Arschlochpass? Julian Brandt, was ist los mit dir? Schlecht geschlafen? Wollen wir dich gleich auswechseln? Hey Julian, machen wir gleich. Weg mit Brandt. Pass auf, jetzt macht er gleich das Tor. Ja, der Pass war ja auch nicht schön. Ha, das war knapp. Na, da lachen wir. Okay, 20 Minuten noch. Das schaffen wir. Pass auf, da läuft einer. Da läuft doch einer. Seht sie das nicht mit den Augen? Jetzt macht er den rein. Okay, was macht er denn das rein, das Balli? Da, zack, Brandt. ZOM. Da haben wir ihn, Dali Mali. Und weiter geht's. Ja, jetzt wieder schauen. Jetzt mit Dali Mali, jetzt wird's abgehen. Der ist frisch, der ist jung. Der macht ja meine. Der Bock war in meine Karte, okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Nix da. Ist mir eh recht, wenn er jetzt wieder glaubt, er muss herumtrickseln. Finde ich das super. Ich liebe solche Leute, die dann glauben, nur weil sie meinen Ausgleich geschossen haben, dass die Superhelden sind. Und dann zum Trickseln anfangen und dann Bälle verlieren, wie den hier zum Beispiel. Und ich kann dann ganz geschmeidig ein Konto ausspielen. Ah, vielleicht doch nicht ganz geschmeidig. Ah, okay. Wir dürfen andererseits natürlich auch nicht überheblich werden. Immer dem Gegner respekten. Außer wir führen 6-0 dann. Scheiße. Aber wir führen halt nicht 6-0, sondern wir liegen jetzt 2-1 zurück. Übelkübel. Ja, mit seinem Superspieler da, keine Ahnung. Er hat schon wieder alle möglichen Farben. Bitte nicht die Entscheidung. Weiß ich, ich komme nicht mehr weg. Ah, ich habe gerade irgendwas umgestellt, was ich nicht wollte. Schöner Pass jetzt. Nein, das war kein schöner Pass. Na gut, das war ein Scheißschuss. So schnell, jetzt schießt man den Ball einfach nur noch raus. Ab nach vorne. Jawohl, da passiert ihm auch der Fehler. Alter. Komm aus der Ecke, bitte aus der Ecke, bitte, bitte. Komm, schießen.
richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles. Warte, was ist mit ihm? Hat er irgendwelche Drogen genommen, der Mané? Foul. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Ja, dann gib ihm die Gelbe. Es ist mir jetzt auch schon egal. Du kannst auch wieder lieb mit ihm reden, wie du es sonst immer machst. Er hat die Gelbe bekommen. Sieht man da gerade links oben. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Komm, es muss einer Vierer, es muss einer Vierer. Wir haben keine Zeit mehr. Innen rein. Ah, Scheiße. Der Trottel. Ja, voll, Elfer. Ja, gib ihm, gib ihm. Immer schön eine mit der Gürm. So, und jetzt kommt's wieder. Jetzt wird's wieder schwierig für mich. Der geht sicher nicht rein, oder? Alter, der war gar nicht so schlecht. Schade. Verspürt er sie jetzt so deppert? Sehr effektiv, dieses frühe Pressing. Vielleicht der Auslauf. Schieß, schieß, schieß doch. Warum schießt er denn nicht? Warum bist du so ein Arschloch? Ja gut, das war's mit dieser Runde. War aber trotzdem ganz cool und eng. Sie verlieren ja also ganz knapp. Ja, haben halt einmal verloren. Ist ja egal, ne? Gehört auch dazu zum Fußball. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder bei FIFA 21. Ciao, ciao.